Trance, achte auf etwas Besonderes, das dir begegnet. Wenn du jetzt einfach in deiner Art innehältst und diese Worte anhörst, diese Worte in der Sprache, die du kennst, die deine eigene Sprache ist, und du kennst in deinem Leben den Umgang mit Worten sehr wohl, du hast ihn gelernt, du hast ihn sehr gründlich gelernt, sehr ausführlich, sodass du in der Lage bist, Worte zu erkennen, Sätze mit Bedeutung zu füllen und all die Vokabeln und all das Sprachverständnis für dich selber zu entwickeln, das dir in deinem Leben bekömmlich ist und wichtig ist. Und so hast du dich denn hingesetzt und deine Umgebung um dich wahrgenommen. Es gilt alles zu akzeptieren, das da ist. Du bist in dem Zustand, der jetzt gerade vorhanden ist. Egal, ob du besonders wach bist oder ob du müde bist oder eine gewisse Unpässlichkeit hast oder da vielleicht ein Kopfschmerz ist und egal, welche Geräusche um dich herum sind. Welches Wetter ist, welche Temperatur oder in welcher Räumlichkeit du dich befindest. Es ist alles so in Ordnung und es soll alles so sein. Es hat alles seinen Sinn, dass es so ist jetzt in diesem Moment. Es gilt nichts Besonderes zu vermeiden. Es gilt nichts Besonderes zu tun und nicht auf eine spezielle Art irgendwo, in einer speziellen Art irgendwo hinzukommen oder etwas zu erreichen. Sondern es gilt einfach, den Fluss geschehen zu lassen, der durch diese Begleitung in diesen Worten stattfindet. Und diese Worte lösen etwas in dir aus, was nur speziell für dich da ist und was nur für dich speziell jetzt in diesem Augenblick sinnvoll ist und wichtig ist. Und dem kannst du einfach seinen Lauf lassen. Das Schöne an dem Trancevorgang ist, dass da etwas wie von selbst passiert, dass die Worte wie von selbst fließen, dass der Ausdruck wie von selbst da ist, dass es eigentlich nichts Besonderes zu tun gilt, sondern einfach dieser Anschluss und diese Wahrnehmung an das, was da zum Fluss kommt, stattfindet. Und so sitzt du jetzt und spürst die Dinge, die da sind. Du lässt sie zu, du gibst ihnen aber keine besondere Aufmerksamkeit. Also wenn da jetzt ein Geräusch ist, dann ist das Geräusch da. Das Geräusch hältst du aber nicht fest, sondern du lässt es weiter fortgehen und seinen Lauf. Kein Geräusch bleibt so, wie es ist. Und kein Gedanke bleibt so, wie er ist. Und kein Atemzug bleibt so, wie er ist. Und keine Befindlichkeit bleibt so, wie sie ist. Alles ist stets in dieser Veränderung möglich. Und so bemerkst du einfach getragen durch die Worte, begleitet durch die Worte, was da jetzt geschehen mag. Und natürlich haben wir eine Geschichte, die wir erzählen und etwas, auf was wir hinweisen, eine Thematik. Eine Thematik, die wir ansprechen und die einerseits ein bewusstes Element von Anspruch hat, eine Art von intellektuellem Verständnis zum Beispiel oder Ratio, etwas, das du als Wissen hast oder als Teilwissen hast. Etwas, das du dir irgendwann mal in deinem Leben erworben hast und das jetzt wieder angesprochen wird, aber auch etwas, was vielleicht vollkommen neu ist und was offen ist für etwas, was jetzt geschehen mag oder in der Folge geschehen kann, in den nächsten Zeiten, irgendwann einfach geschieht in einem Prozess, wo sich dein Unterbewusstes oder dein Mind oder deine Struktur, deine neurologische Struktur,
dein Nervensystem an etwas erinnert, was in dieser Trance schon einmal angesprochen wurde. Und tatsächlich ein Hinweis auf etwas Neues stattfindet. Und es geht um die Thematik des Besonderen. Was Besonderes, welche besonderen Dinge, welche besonderen Menschen begegnen dir in deinem Leben? Vielleicht hast du jetzt zum Beispiel eine Periode erlebt, zum Beispiel im Urlaub oder in sonstigen Situationen, wo du mit Menschen zusammen warst, in einer bestimmten Umgebung. Und du hast den einen Menschen gesehen und den anderen Menschen gesprochen. Du hast den Menschen angeschaut. Du hast manche eher oberflächlich wahrgenommen und manche irgendwo tiefer. Manche haben ein bestimmtes Interesse in dir geweckt und andere haben weniger Interesse geweckt. So ist das in den Begegnungen, die tagtäglich stattfinden mit Menschen. Die einen interessieren uns mehr, die anderen interessieren uns weniger. Oder jemand, der uns vormals weniger interessiert hat, interessiert uns ausgerechnet heute, ausgerechnet jetzt in diesem Moment mehr als sonst. Und wir fragen uns vielleicht, warum ist es so? Wieso interessiert uns dieser Mensch mehr? Und warum ist er jetzt so im Vordergrund? Und warum hat er uns vielleicht vorher weniger interessiert? Aber das ist eigentlich egal oder es spielt keine Rolle, denn es ist einfach so, dass das Interesse und dass das Besondere jetzt hier in diesem Moment im Vordergrund steht. Und du hast, nehmen wir mal dieses Beispiel im Urlaub und bist unterschiedlichen Menschen begegnet. Wo hast du das Einerlei des Alltags erlebt? Nicht? Frühstück, Aufstehen, Waschen und so weiter. Erste Begegnung mit Menschen, mit deiner Partnerin, mit deinem Kind, mit anderen Menschen und so weiter. Irgendwann am Tag oder im Verlaufe des Tages, in deiner Erinnerung, erinnert sich sehr wohl daran, begegnet dir dann zum Beispiel ein besonderer Mensch, ein Mensch, mit dem du gar nicht gerechnet hast, der plötzlich vor dir steht, der etwas redet oder auch nicht redet, der einfach da ist, der einfach plötzlich da ist. Und du spürst etwas Bestimmtes, was dich interessiert und was dich berührt. Und es ist genau das, was ich meine. Was und wer berührt uns besonders? Man könnte immer wieder Zeit damit verbringen, zu sagen, so ich vollziehe meinen Alltag, ich tue das, was zu tun ist in meinem Leben. Ich fahre quasi meine Programme, meine Aufgaben. Und es ist alles wichtig, was ich tue, aber ich achte auf etwas Besonderes, was jeden Tag anders sein kann. Es kann vielleicht auch gleich sein, es mag sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es etwas anderes ist. Und was ist das Besondere, das mich besonders berührt? Der besondere Mensch, der mich besonders berührt. Ich meine nicht irgendeine Idealvorstellung von Mensch. Ich meine nicht irgendeine ideale Frau oder ein idealer Mann, der da ist. Ich meine nicht den Schutzengel und all diese Metaphern, diese Besonderheiten, dieses Verbrämte, das wir so oft in der Kultur erzählt bekommen, gelehrt bekommen, sondern ich meine etwas, was aus dem vorher nicht Bekannten entsteht. Plötzlich steht da jemand vor dir. Vielleicht siehst du ihn nur von hinten, vielleicht siehst du ihn von Face to Face, von Gesicht zu Gesicht. Und etwas Besonderes in dir passiert. Du bist berührt von diesen Menschen, egal ob Mann oder Frau, egal ob Kind oder Greis. Diese Berührung, dieser Augenblick, der stattfindet, dieses Gefühl, das damit verbunden ist. Gestern ist mir das zum Beispiel passiert
bei einer Nachbarin, die hinter uns stand am Balkon mit ihrem kleinen Säugling, der vor kurzem geboren wurde. Und ich spüre diese Frau so hinten, habe mich kurz umgedreht und sie begrüßt, kurzes Guten Abend gesagt und spüre diese Atmosphäre, die mich berührt, nicht durch diese Frau. Vielleicht bilde ich mir was ein zu der Frau. Kann sein, ist auch in Ordnung, aber eigentlich eher nicht. Die ist einfach da und es berührt mich. Die berührt mich in ihrer Art. Und schon merke ich irgendwo, wie das Abendessen ein bisschen anders verläuft, nicht? Ich merke, wie unser Sohn dieser Frau auch zulächelt und wie er gleichfalls von ihr berührt ist, in seiner Art. Oder ich bin auf Korsika und wir sind im Flughafen. Es geht um den Abflug, wieder nach Hause zu fliegen. Wir werden abgefertigt in der Flughalle. Und da ist ein junger Mann mit dunklen Haaren, eher kleiner, kleinwüchsiger und irgendwie beeindruckt er mich. Und ich fühle mich berührt durch ihn. Vorher dieser ganze Chaos, diese Hitze, diese Hektik bei der Buchung und wenn man zum Flughafen fahren muss, Auto abgeben und all dieses hin und her, ist plötzlich vergessen dadurch, dass ich diesen Mann habe beobachten dürfen oder ihm begegnet bin. Und ein paar Augenblicke später oder ein paar Minuten später eine Frau mit ihrem kleinen Kind wiederum, die vor uns saß, die ich einfach so beobachtet habe, wahrgenommen habe. Es schön war, wenn sie zu mir auch geschaut hat, ohne dass ich das jetzt unbedingt wollte. Und ich habe sie immer wieder beobachtet und das hat ein gutes Gefühl in mir gemacht. Einfach gut. Und das meine ich, diese Begegnung, die jederzeit stattfinden, wenn wir nur darauf achten. Sicherlich nicht, indem wir das wollen oder indem wir das fordern oder einfordern und sagen, ich muss mir das einverleiben. Ich stehe auf Frauen oder auf Männer oder so und ich will das jetzt. Das ist es nicht, sondern es geschieht einfach in der Begegnung. Und das ist immer wieder etwas Schönes im Leben. Das ist wie ein Geschenk, das passiert. So einfach so en passant, irgendwo so, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Es ist da und es berührt dich. Du kannst es nicht erklären. Vielleicht versuchst du Erklärungen zu finden, aber es ist eigentlich nicht erklärbar zunächst. Vielleicht später irgendwann mal in der Folge, aber etwas berührt dich. Eine besondere Nuance oder Nuancen berühren dich. Und es dringt in dich ein, das macht etwas mit dir, das formt dich. Das ist eben die Art von Begegnung, die stattfindet. Achte mal darauf, wie das geschieht in deinem Leben. Es gibt vielleicht Menschen, die uns beeindrucken wollen und die uns auf eine besondere, freundliche Art begegnen wollen oder unfreundliche Art. All das sind Dinge, die da sind und an denen wir auch teilnehmen und auf unsere Art und Weise reagieren, so wie wir es gelernt haben, so wie wir spontan auch reagieren können. Was nicht unbedingt das, was eben eine besondere Begegnung ist, das besondere Gesicht. Das besondere Lächeln, dieses Berührtsein, das ist nochmal was anderes. Es hat nichts mit, ich bin imposant zu tun oder schau mich an, ich bin eine besonders tolle Frau oder toller Mann. Das ist es alles nicht, sondern es ist dieses plötzliche, unmittelbare in der Berührung, in der Begegnung, die passiert. Für dich gemeint. Irgendwo für dich und du bist dankbar dafür. Also ich denke gerne an diese Situation an dem korsischen Flughafen zurück und denke gerne an diesen jungen Mann oder an diese Frau mit dem Kind oder wer auch immer da war. Aber es ist nicht so häufig, also es ist nicht immer da. Und du kannst diesen Menschen nicht unbedingt nachlaufen, klar. Könntest du dich mit denen wieder treffen oder sowas, aber das meine ich nicht, sondern es ist so das Besondere in der Begegnung, in den Umständen. Jemand ins Gesicht zu schauen oder auch nicht. Manchmal ist es nur ein Beobachten.
Manchmal ist es auch ein Sprechen, ein Miteinander sprechen und dieses Gespräch genießen. Etwas Besonderes, das dich berührt und das für dich gedacht war, von woher auch immer kommend, dir zugedacht war, weil du eben in dieser Besonderheit berührt bist. Das ist es. Ja, manche Leute würden sagen, das ist von Gott, das kommt von Gott. Oder das kommt aus diesem Leersein plötzlich. Ist es da für dich? Und bringt dir zum Beispiel eine gewisse Art von Erlösung in dem, ja, sagen wir mal, stressigen Alltag, der vielleicht stattgefunden hat. Oder in deiner Routine. Und plötzlich ist da was da, etwas Schillerndes, etwas Spezielles, etwas Besonderes, das dir jetzt da gerade zuteil wird. Das jetzt gerade geschieht. Und wenn wir das so in dieser Trance ansprechen, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dein Unterbewusstsein zum gegebenen Zeitpunkt darauf achtet und seine Aufmerksamkeit darauf richten kann. Denn es sind diese Mosaiksteine, die plötzlich passieren in deinem Leben, in deinem Alltag, die so aus dem Ungefähren kommen, aus dem vielleicht vormals Bedeutungslosen kommen, aus dem du hast gar nicht damit gerechnet kommen. Plötzlich sind sie da und sind wie ein Geschenk, das du als Geschenk wahrnehmen kannst oder annehmen kannst. Und das macht es bedeutsamer. Dann denkst du, mein Gott, der Urlaub war vielleicht stressig oder war zu heiß oder was auch immer. Angefüllt mit dem und jenem, vielleicht Problemen oder Schwierigkeiten. Aber das hat es wieder wettgemacht unter Umständen. Oder das hat das Ganze verstärkt. Weil in jeder Situation etwas plötzlich Besonderes auftauchen kann. Weil dieses Besondere einfach so gewissermaßen, wenn ich das jetzt ein bisschen verbrämt sage, esoterisch verbrämt, vom Himmel fällt. Oder emporkommt aus etwas, auch so unmittelbar aus etwas heraus entsteht, aus dem etwas heraus entsteht. Und du musst nur darauf achten. Was ist es? Nicht, dass du erpicht drauf bist, es haben zu wollen, wenn es dir zusteht und all das. Nein. Es kommt einfach so. Ein Blick, ein Hauch, ein Geruch, eine Wahrnehmung, ein Augenblick, Worte, Sätze, Gespräch, ein Beobachten. Was es auch immer ist, lass dich berühren davon und nehme dieses Besondere mit.